Aha, jetzt haben wir hier unten einmal... Nee, nee, nee. Nein, nein. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich hasse ihn. Jetzt hat er das komplett voll gemacht und schon wieder den Karton weggeschmissen. Leute, das macht doch keinen Spaß. So, was soll das denn? Ich muss ihm doch sagen können, no. Was machst du denn? Was machst du denn? Er macht schon wieder irgendwas. Hör auf damit. Ich will nicht. Ich wollte doch diesen Tag heute eigentlich gar nicht starten. Nein. Hallo, da bin ich wieder mit einer neuen Folge Mein Super-Supermarkt. Es gab mal wieder ein richtig cooles Update. Ich habe jetzt einen Tag mal zwischenzeitlich gespielt. Ich wollte eigentlich noch mehr machen, aber ich wollte nicht aus Versehen noch mehr entdecken, als es schon, ja, als ich jetzt aus Versehen schon entdeckt habe. Leute, es ist so krass. Es wurde richtig cool was verändert. Ich muss euch das jetzt erstmal zeigen. Also im Lager wurde was verändert, nämlich das, wo ich gesagt habe, das wäre so cool. Guckt euch das mal an. Wir haben jetzt hier Plaketten. Da steht halt drauf, was da drin ist. Vor allem auch, wie viel davon drin ist. Jetzt weiß ich, hier in meinem Klopapier sind nur noch 2. Da nehme ich zuerst diesen Karton. Hier sind überall 4 drin. Das heißt, die sind noch voll. Also, ey, das ist so cool. Und man kann es auch unten drunter stellen. Ich hatte hier nämlich eine Fehlbestellung. Ich habe irgendwie aus Versehen einen Karton zu viel bestellt. Man kann jetzt hier unten drunter auch noch was stapeln. Aber, genau. Nee, Moment. Das andere, das habe ich mir noch nicht angeguckt, weil ich extra gesagt habe, okay, ich warte jetzt da mit dem Video. Es gibt nämlich Auffüller. Das habt ihr mir gesagt und ich habe natürlich auch immer weiter verfolgt, was hier passiert bei den neuen Updates und so. Das kriege ich halt immer mit über Steam. Ich dachte so, wie bitte, jetzt gibt es schon die Auffüller? Ja, es gibt Auffüller. Das heißt, wir können jemanden einstellen, der am Tag wahrscheinlich oder ich weiß nicht wann, auf jeden Fall unsere Produkte nachfüllt. Also so krass. Ich glaube, das wird ein riesiger Schritt in die richtige Richtung sein. Und was ich auch gelesen habe, es gibt eine weitere Kasse, die nämlich gespiegelt ist. Das heißt, eigentlich ärgert es mich gerade, dass wir die andere Kasse haben, aber ich kann die auch verkaufen. Also man kann auch Sachen verkaufen. Irgendwie, man muss die, glaube ich, in die Box tun, dann muss man F drücken und dann kann man sie verkaufen wieder. Dann würde ich nämlich fast eine gespiegelte Kasse mir bestellen. Das würde dann heißen, die sieht genauso aus und wir gucken uns dann quasi so in die Augen. Ne? Und dann sind halt hier dazwischen die Leute und dann hinter mir stehe ich dann so. Das würde ich jetzt gerade mal aktuell noch nicht machen, weil das wäre das Einzige, was ich bestellen muss. Aber das, was ja noch viel wichtiger ist, es gibt Auffüller. Und die wollte ich mir auch mal angucken. Moment, einmal noch rechts. Rechnungen bezahlen. Oh Gott, das sind ja schon wieder 3 Tage. Naja, nicht weiter wild. Wir haben ja auch genug Geld. Wir haben noch 1625. Also alles easy. Einstellen. Jetzt gucken wir mal. Auffüller. Ah, füllt Regale auf. Tageslohn 90, Einstellungskosten 100. Das sind ja Peanuts. Oh, ach so. Und genau, man braucht nämlich Regale. Wir haben ja jetzt nur 2 Regale. Wir bräuchten also 6 Regale. Benötigte Supermarkt Level 22 bräuchte ich für den zweiten Auffüller. Aber ich glaube, mit einem sind wir erstmal ganz gut bedient. Und das ist nämlich wichtig, weil ein Auffüller bedient sich nur an den Regalen. Der hebt nicht vom Boden auf. Ich würde den auf jeden Fall schon mal einstellen. So, ich habe den jetzt mal eingestellt. Mal gucken, was passiert, ob der jetzt schon da steht und irgendwas tut. Eigentlich kann er nichts auffüllen, weil es ist gerade alles aufgefüllt. Ich müsste das Geld in Schränke, also in Regale investieren, im Lager. Anpassung, geht da schon was? Nee. Also das hier ist Lagererweiterung, Kassierer, Wachstum. Hier hat sich, glaube ich, auch nichts verändert. Nee. Lizenzen. Gibt es immer noch unfassbar viele, die wir noch nicht haben und die irgendwann richtig teuer werden. Ich könnte ja sogar auch schon neue Produktlizenzen kaufen. Das ist jetzt auch ein ganz anderer Schnack, wenn man auch einen Auffüller hat. Mich würde auch interessieren, ob der auch nachts quasi weiterarbeitet oder morgens, bevor es losgeht. Oder ob der erst jetzt kommt während des Tages und dann während des Tages auffüllt. Ha, das müssen wir erstmal alles rausfinden. Ich brauche auf jeden Fall noch Regale. Hier steht auch nur kleines Regal. Ich glaube, ich bestelle mir mal 2 Regale und eine Kasse. Warum habe ich denn hier nur eine Sache? Ach so, ich habe es nicht in den Warenkorb gelegt. Jetzt hätte ich nämlich 900. Das ist auch schon sehr, sehr teuer. Dann haben wir schon ordentlich wieder Geld ausgegeben. Aber wenn ich die hier verkaufe... Ich hebe die mal hoch. C wäre ja einpacken, ne? C, genau. Und dann kann ich nämlich mit F verkaufen. 250. Okay, ich habe nur die Hälfte wiederbekommen. Ah, das ist ja doof. Naja, jetzt wissen wir es. Man bekommt nicht den kompletten Preis erstattet, sondern man bekommt leider nur die Hälfte wieder. Achso, jetzt habe ich erstmal hier ein Regal. Ey, wer bist du denn? Ach, du bist mein Auffüller, oder? Der hat noch keinen Namen, oder? Muss ich mir erstmal einen Namen überlegen. Moment, erstmal stellen wir das Regal auf. Ich bin gerade noch nicht so im Namensspiel drin. Warte mal, warte mal, warte mal. Wo kommt denn das hin? Hier sind ja eigentlich die Scheiben dicht. Also theoretisch könnte ich das sogar auch davor stellen. Hauptsache, man muss nicht so weit laufen. Ich tue es erstmal hier hin, weil ich glaube, da ist es ein bisschen sehr eng. Das wäre natürlich ganz gut, weil man nicht so weit... Naja, wir können ja irgendwann auch nochmal investieren ins Lager. Ich glaube, das ist vielleicht auch nicht so eine schlechte Idee. Und es gibt auch immer noch das Problem, dass man manchmal die Boxen nicht abstellen kann. Das habe ich jedenfalls eben noch gehabt. Da passt immer nur einer rein. Oh, nee. Naja, weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, das da reinzutun. Ich glaube, ich sollte wahrscheinlich eher was anderes reintun ins Regal. Man kann das auch wieder entfernen, dieses Schild. Wie war das nochmal? Entferne Etikett. Genau, einfach draufklicken, dann weiß man auch, was fehlt. Also sonst weiß man, was fehlt, ne? Wenn man hier drauf guckt, dann weiß man, was in dem Regal drin war, weil das war ja auch sowas, wo ich gesagt habe, oh, das wäre richtig gut, wenn man das wüsste. Jetzt haben wir das und es funktioniert. Oh, das ist so cool, dass wie schnell hier die ganzen Sachen umgesetzt werden. Das ist einfach total genial.
Okay, also ich räume hier mal so ein bisschen rum. Wie war das nochmal? Ich glaube, hier mussten ja zuerst... Oh, jetzt kann man das wieder nicht lesen, ne? Jetzt? Ja, jetzt geht es. Erst musste, glaube ich, der rein, den man... Nee, Moment mal, wie rum war denn das jetzt? Wenn ich jetzt raushole, nehme ich zuerst den hinteren. Alles klar. Also es muss immer zuerst der volle rein. Toast. Dann machen wir den hier zu. Oh, das hat wieder nicht funktioniert mit dem Schild. Jetzt. Dann den dahinter. Dann würde ich vielleicht auch das hier nochmal reintun, das Mehl. Jetzt müssen wir das Spielchen hier immer spielen, dass wir einmal wieder auf und zu machen irgendwie. Das kommt nach da oben, weil Mehl kommt zu Mehl. Haben wir denn jetzt noch irgendwas, was daneben theoretisch passt? Jetzt hat das noch nicht mal geklappt. Ah, jetzt haben wir's. Ich habe nämlich immer das Gefühl, wenn das nicht richtig zu ist, dann kann man es manchmal nicht abstellen. Also wenn dir das Bildchen da vorne nicht richtig zu erkennen ist. Hier, das sind ja alles nur leere Kartons. Das ist ja völlig wurscht. Die sind die riesigen Dinger. Jetzt haben wir halt dazwischen noch was. Aber, was machen wir denn da? Ich habe ja jetzt erstmal noch ein Regal. Das tue ich dann hier daneben. Ah, was kommt da rein? Sollen wir die kleinen Sachen hier reintun? Ich muss halt versuchen, so viel wie möglich jetzt in diesen Regalen unterzubringen, damit die halt auch diese Regale benutzen können zum Auffüllen. Ah, und normalerweise, jetzt kann ich halt hiervon eigentlich auch richtig viel bestellen. Weil hier passt ja, ich glaube, die doppelte Menge hin. Ich würde ja jetzt hier sogar eigentlich wahrscheinlich mindestens... Nee, ich glaube, ich würde sogar noch mehr hinkriegen. Hiervon kriege ich bestimmt 6 Kartons rein. Könnte man irgendwann mal versuchen, dass man das halt generell so aufstockt und dann so viel, wie man halt bestellen kann, hier auch reintut in die Regale. Da muss man relativ selten wahrscheinlich nur noch nachbestellen, weil man dann immer genug da hat. Naja, solange der Supermarkt noch nicht so krass extrem riesig ist. Das wird ja dann irgendwann hoffentlich auch der Fall sein, dass man das auch benötigt. Wenn man dann so viel zu tun hat und der Supermarkt einfach so riesig ist, dass man dann halt auch so viel nachfüllen muss, wäre natürlich schön, weil dann würde der Supermarkt laufen. Okay, das ist die neue Kasse. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich bin gespannt! Genau, die ist jetzt andersrum. Oh mein Gott, jetzt muss ich ja auch andersrum arbeiten. Dann muss ich ja von hier... Das ist ja eine Linkshänderkasse. Ah, Martin! Kann ich Martin da hinsetzen? Martin, könntest du vielleicht an dieser komischen Linkshänderkasse arbeiten? Ich bin halt kein Linkshänder. Ich bin Rechtshänder. Kriege ich das hin? Oh Gott. Naja, man kann auch beim Numpad hier, da kann man das jetzt, also nee, andersrum. Man kann jetzt da mit der Tastatur wahrscheinlich das eingeben. Habe ich auf jeden Fall gelesen. Das ist sehr knapp hier, ne? Wir gucken mal, ob das reicht. Hier habe ich natürlich auch noch richtig viel. Was nehmen wir denn mal mit? Vielleicht erstmal das, was hier so groß rumsteht. Oder? Naja, es ist, irgendwann muss ja sowieso alles rein. Ich würde das halt gerne so auch wieder thematisch zusammenstellen, dass man die Sachen wiederfindet. Quasi Schokos zu Schokos. Also eigentlich würde ich die Regale dann auch gerne so umräumen, dass man halt auch da weiß, ah ja, okay, das gehört zu dem Regal, das gehört zu dem Regal, ne? So wie man das halt auch normalerweise jetzt hier aufbauen würde. Also das hätte ich gerne. Das haben wir jetzt natürlich noch nicht. Aber egal, wir haben ja auch noch nicht genug Regale. Reis. Eigentlich hätte ich ja neben dem Reis gerne die Nudeln. Wobei, naja, hier passen die eigentlich auch ganz gut hin. Kaffee wäre auch nochmal so eine Sache. Na, wir nehmen den Zucker nochmal mit. Es wird erstmal noch ein wenig chaotisch werden. Das ist nicht so schlimm. Das ist halt dann auch eine Rieseninvestition, wenn man sich jetzt immer dazu irgendwelche Regale noch kaufen muss. Und jedes Regal kostet dann 500. Einen Platz haben wir noch. Was tun wir da rein? Sollte ich vielleicht doch einen hiervon reintun, damit die das dann auffüllen können? Ich nehme lieber hier irgendwie was. Das ist halt auch sehr oft leer. Ich versuche es mal mit dem. Wir müssen das jetzt erstmal austesten. Auch wie schnell ist der? Wie fix kann der das nachfüllen? Wie schnell? Also geht er wegen einer Sache hin und her? Sehen wir den überhaupt, wenn der auffüllt? Oder ist das halt einfach nur so, dass die Produkte sich automatisch auffüllen und der steht dann da vor der Tür? Ich glaube, im Video sah es anders aus. Es gab ja so eine Vorschau. Okay, wir starten einfach mal den Tag und dann gucke ich mal, was der tut. Ob der da jetzt weiter vorne rumsteht oder wann der sich bewegt. Ah, ich habe noch gar keinen Namen für dich. Wie wär's denn mit Kurt oder so? Ah, ich nenne dich jetzt einfach Kurt. So, herzlich willkommen, Kurt, zu unserer, herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Arbeitsstätte im Super-Supermarkt. Ja, oh, er bewegt sich, Er weiß schon genau, was passiert. Er weiß auch schon, wo der hinläuft. Der weiß schon, wo der hinläuft. Nein, du sollst doch das Klopapier nehmen. Jetzt nimmt er die halbvolle Packung. Das ist natürlich schlecht. Aber habt ihr das gesehen? Der wusste vorher schon, was... Okay, der Karton ist ja ein bisschen groß. Ja, einen schönen guten Tag. Ist der neu? Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich irgendwelche neuen Models gesehen habe, also neue Menschen. Oh Gott, ich muss umdenken. Jetzt kann ich hier eingeben, ja? 23, oh mein Gott, ich kann tatsächlich eingeben. Das ist ja genial. Also, ich meine, da muss ich halt meine Maus mal loslassen. Irgendwo ist das schon auch ein bisschen doof, aber naja. Passend, dankeschön. Gehen Sie doch bitte rüber zu Martin. Der möchte auch was machen. Wobei, eigentlich jetzt habe ich auch gar nicht so viel zu tun. Ich will doch gerne mal Kurt beobachten. Kurt, hier wurden Sachen gekauft. Ah, Kurt macht was. Er macht was. 3 Sachen hat er aufgefüllt. Oh, sehr gut, Kurt. Wir verfolgen ihn mal. Ja, da wird es wieder zurückgetan. Okay, sehr schön. Die Kisten gehen jetzt übrigens auch immer zusammen automatisch zu. Hä, war die leer? Wait, dann kann ich das mal schnell reinstellen. Achso, ja, hallo. Tatsache, da hinten wird gut aufgefüllt.
gefüllt. Geht er wegen nur einer einzigen Cola? Hm, naja. Okay, das muss er ja wissen. Er muss ja, denn, also der ist bestimmt gut durchtrainiert, weil er wahrscheinlich sehr oft hin und her rennt, weil er nicht so viel nachdenkt. Oh, jetzt habe ich das natürlich, wieder hier mit Maus eingegeben. Ich weiß gar nicht, was schneller ist, von der Maus dann irgendwie zu meiner Tastatur wechseln soll. Doch, aber ich glaube schon, dass es schneller ist. Ja, doch, ist es. Na gut. Verdammt, mir ist irgendwie das Bargeld lieber. Wobei, es ist auf jeden Fall schon mal besser als vorher. Da, oh, natürlich, jetzt muss ich auf die Sachen arbeiten, achten, die nicht im Regal stehen, weil die wird er natürlich nicht nachfüllen. Also eigentlich die Sachen, die oft nachgefüllt werden müssen, die müssten auf jeden Fall ins Regal. Also ich habe jetzt bei meinem letzten Durchgang, wo ich hier mal getestet habe, habe ich gemerkt, dass dann doch relativ viel ausverkauft war. Also nicht komplett ausverkauft, aber schon sehr viel auch weg war. Gerade wieder so Säfte, aber man kann das nicht so richtig beeinflussen, wann wie viel verkauft wird. Das ist irgendwie ja sehr unvorhersehbar. Aber ich hatte das erste Mal auch richtig viele, also was heißt das erste Mal richtig viele? Ich hatte 44 Kunden beim letzten Mal und das war für mich absolut Obergrenze. So viel hatte ich noch nie. Und auch richtig viel eingenommen teilweise. Mal gucken, ob wir mal hier wieder so einen Rieseneinkauf finden. Wäre ja cool. Achso, man muss natürlich erst aufdrücken, bevor man eingeben kann. So, danke schön. Schönen guten Tag. Ja, ein riesenfetter, das ist auf jeden Fall ein Frühstück, würde ich sagen. Eier, ganz viel Erdnussbutter und sehr viel Toast. Der hat wahrscheinlich eine Großfamilie. Nein, 62,40 €. Heieieiei. Das war ein guter Einkauf. Genau, hier muss ich auch ein bisschen drauf gucken, weil hier kann er auch nicht aufgefüllt werden. Das ist ja auch leider nirgends drin. Aber hier sind wir eigentlich immer relativ safe. Also hier, das wird meistens nicht so schnell ausverkauft sein. Ich bin schon froh, dass ich das Klopapier drin habe. Und nein, das habe ich ja gar nicht drin. Oh, das muss ich ja selber nachfüllen per Hand. Ist das hier schon ausverkauft da unten? Oh, weia. Jetzt muss ich wieder auf andere Sachen achten, ne? Ich muss jetzt gucken, ob ich da neue Sachen nachbestellen muss. Oh, da ist ja noch ein Shampoo. Ich habe mich schon gewundert, hä? 95? Ach nee, 93. Aber das ist auch ganz schön viel. 1,60. Dankeschön. Ja, ich muss gucken, ob ich jetzt im Lager dann genug Sachen habe. Das heißt, das Lager muss immer richtig gut aufgefüllt sein. Wenn man dann so die Riesenkartons hat, wie jetzt bei diesem Bleichmittel zum Beispiel, dann braucht man ja richtig viele Fächer, weil das reicht alles nicht. Also das reicht ja nicht mit einem Fach. Ich habe da ja, habt ihr ja gesehen, ne? Da in so einem Karton sind ja, wie viele waren da drin? 8 oder so? 6? 8? Auf jeden Fall relativ wenig. Nee, 8, genau. Man kann immer genau hier einmal vollfüllen. Das ist sehr wenig. Ah, da läuft er wieder. Ich glaube, er hat die Dinger hier aufgefüllt. Komm zurück, da ist noch was. Nein. Die gehen heute auch richtig gut. Wir haben richtig gut diese Geschirrspültabs. 1, 2, 3, 4. Muss ich jetzt eigentlich nochmal zwischenzeitlich bestellen? Ich müsste einmal ganz kurz ins Lager gehen und gucken, ob da viel ausverkauft ist. 112? Wow. Das war ein mega krasser Einkauf. Da war auch Klopapier bei, habe ich gesehen. Klopapier ist immer schon ein Garant dafür, dass es viel wird. Aha, hallo. Leider kein Klopapier. Ich glaube, das ist nicht so viel. Das sind alles nicht so ganz teure Sachen gewesen. Ja, 39 €. Hm. 1, 2, 3, 4. Das ist auf jeden Fall für die Menge an Einkauf nicht so teuer gewesen. Pralinchen haben wir hier dabei und sehr viel Kuchen. Hm, vielleicht hat jemand Geburtstag. Grüßen Sie schön von mir, unbekannterweise. Machen Sie gerne Werbung für unseren Supermarkt. Danke sehr. Nee, hier muss ich hin. 40,30 €. Dankeschön. Und dann haben wir hier nochmal einen Herrn. Sehr schick sind Sie. Alle natürlich wieder in unserem teuren Viertel mit Anzug. Habe ich eigentlich das Licht angemacht? Es ist irgendwie so, doch, ich glaube, es ist an. Aber es sieht zu dunkel aus. Okay, es war an. Hui. Nein, ich wollte doch gerade mal nachschauen. Hier, da müssen wir mal eben nachfüllen. Ach so, ich habe doch noch einen, wollte gerade sagen. Bringt er auch die Sachen in den... Oh ja, er bringt die Sachen in den Müll. Haha, cool. Dreimal Tee. Danke. Boah, dreimal Tee. 19,20 €. Ganz günstig heute. Ja, wir sehen richtig viel Klopapier. Vielleicht ploppt noch was nach. Hm, schade. Doch, es ist doch noch was nachgeploppt. Und eine Seife hinten drauf. 94 €. Ein Schnapper. Ein Schnapper für Sie. Das ganz günstige, weiche Klopapier. Ganz günstig. Dankeschön. Hübsches Kleid haben Sie. 0 € zurück. Dollar. 0 ist 0, egal was. Oh, ich habe das Gefühl, hier der Meister Propper ist alle. Da muss ich gleich nochmal gucken. 68,40 €. Nö, es geht, es geht. Ich dachte, es sei viel schlimmer. Gar nicht so viel weg. Aber ich glaube, das ist jetzt gleich leer. Das müsste jetzt, ja, komplett leer. Hab nichts mehr. Weia. Da muss ich dran denken, dass ich das auch wieder bestelle. Ich muss mal auf der Rückseite hier gucken. Oha! Oh, das muss aber auch hier irgendwo rein. Komme ich damit noch hin oder muss ich das jetzt ganz schnell irgendwie... Nee, ne? Ein bisschen haben wir noch. Stimmt, ich habe sehr viel Erdnussbutter verkauft. Das stimmt. Die hat auch wieder 2. Das ist heute vielleicht so ein... Ah, gibt es ja noch nicht. Es soll ja irgendwann auch so diese Angebote geben, dass man Leute mit so bestimmten Angeboten in seinen Shop reinlockt. In seinen Supermarkt.
Dann haben wir einmal 14,80 € zurück. Dankeschön. Und einen schönen Abend wünsche ich. Es ist schon wieder 9. Und da wird weiter ausgetragen. Macht der noch weiter? Das wäre so cool, wenn der weiter... Oh, hallo. Wenn der weitermachen würde. Macht der ja gerade eigentlich, ne? Das wäre krass. Wenn er jetzt alles auffüllt und dann habe ich so viel weniger Arbeit. Hä? Ist er weg? Hä? Er war doch gerade noch da. Ist er weggeploppt? Hallo? Gott? Gott? Gott, bist du im Lager? Oh ja, er ist im Lager. Ah, nice, ey. Das heißt, er füllt jetzt das hier alles nach. Dann muss ich gleich mal nachgucken, was ich dann nur noch kaufen muss. Und alles, was hier vorne liegt, mache ich dann jetzt mal. So, Kurt, du machst die Sachen, ne? Du machst die Sachen im Lager und hier der Chef macht hier vorne das Zeug. So, dann machen wir hier mal alles voll. Also Erdnussbutter würde ich direkt zweimal kaufen. Dann gehen wir schon mal direkt hier ran. Ich will jetzt auch nicht zumachen, weil ich irgendwie Schiss habe, dass er da nicht weitermacht. Ich guck mal, dass ich jetzt schon so ein bisschen hier was in meinen Einkaufswagen vielleicht reintue. Was war denn da noch? Irgendwas ist doch gerade noch ausverkauft. Nein, was war denn das hier? Hier war doch noch eine Kiste. Was stand denn da? Nein! Den Zucker habe ich ja nach hinten gebracht. Die waren das nicht, die waren das nicht. Oh oh. Keine Ahnung. Ich glaub, das war das Erdnusszeug, was ich meinte. Süßigkeiten brauchen wir auf jeden Fall. Der Kuchen, der geht. Brauchen wir nicht nachbestellen. Den kann ich sogar theoretisch auch hier vorne stehen lassen, weil kommt eigentlich immer ganz gut hin. Da habe ich jetzt nicht so ein Problem. Da muss ich auch während der Arbeitszeit nicht unbedingt nachfüllen. So, also dieser Stand hier, der ist eigentlich absolut okay. Der kommt so locker immer durch den Tag. Das hier unten ist eigentlich auch kein Problem. Ja, Meister Popper habe ich auch noch nicht reingetan. Meister Popper! Seife brauche ich auf jeden Fall nicht bestellen. Da habe ich ja einmal viel zu viel bestellt. Weil ich dachte, die wollen alle Seife. Aber das war nur der erste Tag, weil die sich so gefreut haben, dass es endlich Seife gibt. Haben sie alle Seife gekauft. Ach, das war das. Genau, das Shampoo. Da hole ich, glaube ich, auch gleich mal zwei. Zwei Shampoo und einmal Meister Popper. Eins, zwei, Meister Popper. Kurt, bist du schon fertig? Kurt, hast du hier alles schon aufgefüllt? Nee, glaube ich nicht, oder? Das Öl? Hä? Machst du das Öl noch? Ah, alles klar, du bist gerade dabei. Sehr gut, sehr gut. Ich unterstütze dich mal ein bisschen hier mit den Sachen vorne, weil da kommst du ja jetzt eh nicht dran. Ich hole nochmal ein Salz. Brauchen wir auf jeden Fall auch noch einen. Die Sachen, die müsst ihr eigentlich auch nachfüllen. Oh, das Kaffeezeug. Muss ich auch bestellen. Ja, komm, tun wir schon mal einen rein. Reicht einer? Ich glaube schon. Tee hauen wir hier nochmal hin. Ich glaube, das würde eigentlich auch... ja, komm, das reicht. Muss ich auch nicht neu kaufen. Haben wir noch einen ganzen Karton. Hat er hier schon alles? Da sieht es auch so aus, als würde da noch was fehlen. Der hat irgendwie nicht so ein System, glaube ich, wie er langläuft. Ach so, guckt euch das mal an. Wie cool ist das denn? Wir haben jetzt eine doppelte Reihe. Das heißt, hier passen immer 30 rein und hier auch. Also würde sogar vielleicht ein Fach reichen für den. Aber der Saft ist heftig. Der geht irgendwie wirklich schnell immer verkauft. Na gut, aber jetzt haben wir einen Auffüller. Also das ist eigentlich, haben wir jetzt nicht so ein Problem. Ich tue schon mal den Joghurt hier rein auf meine Liste. Ich glaube, Eier brauche ich auch. Noch einen Eierkarton. Wir arbeiten an unserem Lager. Aber der ist ja wirklich nicht ganz so schnell. Ne? So ein bisschen wie Martin. Da muss man schon mit rechnen, dass der ein bisschen länger braucht. Der hat ja den ganzen Tag schon gleichzeitig aufgefüllt. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Ich weiß nicht, inwieweit ich den jetzt unterstützen muss. Soll ich ihm mal gerade ein bisschen helfen vielleicht? Mal gucken, was der macht. Was hast du denn da? Schokos. Ah ja. Ich nehme mal die Milch. Ich glaube, Milch muss ich eh auch nochmal neu bestellen. Ja, definitiv. Die stelle ich mal kurz da unten hin. Ah, das reicht ja auch gerade. Ich würde so gerne mal testen, was jetzt passiert, wenn ich den Tag beende. Weil ich kann ja jetzt nicht bestellen. Er füllt ja jetzt gerade noch auf. Ich hoffe, er ist dann morgen noch da. Ich lasse ihn mal das hier kurz zu Ende machen. So, sehr gut. Aha, Toast muss ich auch nachbestellen. Dann machen wir Tag beenden. 40 Kunden. Nein, 41 Kunden. Hä? Einer fand das Produkt zu teuer. Oh nein, habe ich irgendein Produkt nicht beachtet? Hä, verdammt, jetzt weiß ich natürlich auch nicht mehr. Jetzt kann ich nicht mehr gucken. Rückwirkend. Muss ich jetzt alle Produkte einmal durchsehen? Das mache ich, glaube ich, gleich mal sicherheitshalber. Bestellkosten sind natürlich inzwischen auch immer relativ hoch. Erweiterungskosten, das war hier für das Lager, die ganzen Regale und so. Miete, Rechnungen, bla bla bla. Immerhin noch ein Profit von 161. Wow. Naja, aber wir halten uns hier ganz gut. Und wir investieren halt die ganze Zeit. Süßigkeiten und Bleichmittel. Ah, er macht einfach da weiter. Okay, super. Süßigkeiten sind gestiegen. Wuhu, 5,20 Euro. 3,19 Euro Gewinn. Wow, das ist viel. Bleichmittel? Nein, das ist gefallen. Naja, dann machen wir wenigstens noch 4,40 Euro. Das sind immer noch 2,20 Euro Gewinn. Ich gucke mir mal gerade die Preise an, wo ich hier vielleicht einen Übeltäter finde. Sehr komisch. Ich habe mir alle Preise angeguckt, aber eigentlich dürfte da nichts zu teuer gewesen sein. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Hm, sehr seltsam. Naja, wir bestellen jetzt auf jeden Fall erstmal alles, was wir hier brauchen, um dann auch das Lager vielleicht wieder aufzufüllen. Oder sind das überhaupt Sachen aus dem Lager? Ja, doch. Genau. War da noch was aufzufüllen? Oha. Boah, okay, also viermal Klopapier. Einmal Apfelsaft. Einmal Milch. Diese Milch hier, ne? Ja. Dann einmal Apfelsaft. Das Klopapier unten.
1, 2, 3, 4. Puh, also tschüss. Ja, hier ist richtig viel weg. So super, dass man das sehen kann. Ich bin richtig begeistert. Warte mal, hier unten kann man auch Sachen hinstellen? Oh, dann habe ich ja noch viel mehr. Dann hole ich mir hier noch was von denen. Krass, mega. Okay, also, dann brauchen wir hiervon... Trägt er die weg? Waren die leer? Nein, Mist. Dann bestelle ich auf jeden Fall mindestens einmal Bleichmittel. Dann habe ich ja hier unten drunter auch Platz. Oh Gott. Einmal Bleichmittel, einmal Spaghetti, einmal Spaghetti. Ich glaube, zweimal Nudeln habe ich gesehen. Ich glaube, die waren auch ausverkauft. Genau, die waren da unten daneben. Oh, direkt wieder alles bestellen. Draußen ist doch noch alles voll, ne? Oh, weia. Ja. Gut, machen wir mal hier weiter. Passt da noch einer dahinter? Wahrscheinlich nicht. So thematisch passt das halt auch einfach nicht hier hin, ne? Ich bestelle jetzt noch ein Regal. Das kriege ich ja wohl locker. Dann machen wir nämlich da die Geschirrspültabs oder so. Warte mal, kann ich die nicht hier auch noch da unten stellen? Da eher so hin. Ich glaube, das mache ich mal. Dann kommt das weg. Passen da vielleicht sogar drei übereinander? Ich befürchte nicht. Also einmal Geschirrspültabs, zwei Toast, zwei Mehl. Zwei Mehl. Hier nochmal eins, zwei Toast, Geschirrspültabs. Das ist alles so durcheinander, ich hasse es. Schokos auf jeden Fall einmal. Reis könnte ich ja mehr mitnehmen. Schokos einmal, Reis zweimal, kriegen wir das vielleicht? Da die Schokos. Zucker habe ich auch gesehen. Reis zweimal. Ja, Puderzucker brauche ich definitiv auch zwei. Ich nehme einfach schon mal einen. Ich trage jetzt erstmal eine Fuhre rein, damit ich überhaupt so ein bisschen so einen Überblick habe. Das ist doch ein bisschen viel. Alter, das ist wieder meine Mega-Bestellung. Lalala. Ich fülle hier schon mal auf, weil er merkt ja dann auch, wenn er was auffüllen kann, dann nimmt er sich ja den Karton. Okay, das war wohl voll. Oder auch nicht? Hä? Na? Nee? Das war voll? Zucker ist doch gar nicht voll. Kurt, hä? Interessant. Dauert das, bis er das merkt? Das Doofe ist natürlich auch, wenn er jetzt, während ich hier auffülle, sich das rausholt und dann liegt das Halboffene dann unten drunter. Ich weiß nicht, ob ich das dann zwischenzeitlich immer nochmal kontrollieren muss. Ah, nee. Wenn ich jetzt das hier reintue... Das muss hier eigentlich nach vorne. Jetzt habe ich wieder das Problem, dass es nicht geht. Wie viel ist denn da noch drin? Ich kann es nicht abstellen. Mann, da muss ja eins nur noch drin sein. Das ist ja richtig dumm. Na toll. Ja, dann muss ich das jetzt halt so machen. Und dann stelle ich das hier so dumm in den Weg, weil ich jetzt gerade nichts auffüllen kann. Na, was soll ich machen, ne? Okay, machen wir mal mit den Nudeln weiter. Schnell, schnell, schnell. Haben wir hier noch mehr Nudeln? Okay, er steht da. Das jetzt aktuell ist es ja gerade ganz gut, dass er da steht. Dann kann ich nämlich einmal in Ruhe auffüllen. Auf der anderen Seite ist es halt auch doof, weil er dann ja jetzt nicht weitermacht. Das heißt, ich muss dann jetzt auffüllen. Könnte ich ihm auch sagen, mach mal was oder, ich weiß nicht, Kurt, mach mal was. Tu irgendwas. Füll auf. Wir haben neue Sachen. Ich weiß, dass dein Zucker fehlt. Komm schon, mach mal. Mann, es interessiert ihn nicht. Aber hier, das ist neu. Interessiert ihn, wenn ein neues Produkt kommt? Achso, ne, es ist ja egal, weil das war ja nicht neu. Das hat er ja schon aufgefüllt. Mist, das wäre neu. Habe ich schon ein Regal drin? Nee, oder? Ich hab noch kein Regal, glaube ich, in meinem Warenkorb. Das muss ich mir gleich nochmal genau angucken. Also wenn was komplett leer ist, ist es immer am besten. So, jetzt haben wir wieder 16 da. Toastbrot. Nee, das ist gar kein Toastbrot. Ja, Klopapier. Wo ist mein Toastbrot? Spaghetti. Ja, die muss ich nämlich jetzt auch eigentlich mal ganz kurz rausholen. Und jetzt kann man die wieder nicht abstellen. Ist das bescheuert. Und ich kann halt einfach nichts tun. C. Kann ich das jetzt hier vielleicht mal hinstellen? Nein. Leute, das ist irgendwie nicht cool. Das funktioniert nicht. Womit hängt das zusammen? Ich stelle es erstmal dazwischen kurz da unten ab. Wow, und dann muss ich das halt wieder wegmachen. Aber irgendwie ist das nicht so Sinn der Sache, glaube ich, dass das nicht so richtig funktioniert. Weil man will ja dann die neuen Kartons unten drunter schieben. Und das geht dann halt nicht. Das geht. Warum auch immer das jetzt gegangen ist. Ach, das wird bestimmt noch... Die müssen erstmal verstehen, woran das... Nein! Die müssen erstmal verstehen, was das Problem ist, wollte ich sagen. Da. Oh, bitte mach. Na! Ah, gut. Dann einmal so. 16 müssen ja hoffentlich reichen erstmal. Ach ja, genau. Ein Toastbrot hatten wir noch. Hierhin. Im Toast sind auch immer mehr als im Mehl auf jeden Fall, oder? Nee, eigentlich nicht. Oder doch? Also jetzt hat man irgendwie ein anderes Problem mit dem Auffüllen. Ich meine, ich könnte es ja prinzipiell auch andersrum machen. Der war ja voll. Wie doof. Dass ich einfach die halboffenen oben drauf stelle. Aber will ich das? Dann wird hier immer von oben genommen. Das heißt, man hat dann immer nur so ein halboffenes... Ja, also man weiß dann irgendwann gar nicht mehr, wie viel man generell hat. Und dann ist halt das Regal voll. Aber so wie jetzt hier zum Beispiel, eigentlich ist da nicht mehr wirklich viel drin. Erstmal wieder zwischenlagern. So, oben drauf. Wieder rausmachen. Alter. Die Sachen habe ich, glaube ich... Ach doch, ich wollte gerade sagen, die habe ich alle nicht drin. Aber hier ist ja doch noch was. Basmati-Reis.
Das ist der leere? Ja, da waren 3 drin, genau. Dann ist der ja wahrscheinlich, der ist doch auch nicht voll. Sind da nur 10 drin? 2, 4, 6, 8. Tatsache, sind nur 10 drin. Jetzt kann ich das nicht mehr abstellen. Nur weil ich es einmal aufgemacht habe. Einmal kurz aufgeschnitten und nicht mehr zu gebrauchen. Na ja, guck mal, einer, jetzt haben wir hier 3 Kartons. Und da würde hundertprozentig Minimum einer noch drüber passen. Wenn nicht sogar noch mehr. Oh, das ist ja noch einer. Nein. Nein, jetzt habe ich ihn aus, was er aufgemacht. Nein, das kann ich bestimmt nicht mehr abstellen. Oh, doch. Hä, womit hat das was zu tun? Komisch. Naja, gut. Reis haben wir jetzt auf jeden Fall genug. Wollen wir jetzt erstmal nichts mehr bestellen. Ah, Joghurt. Joghurt muss hier hin. Hier war ja auch noch Platz. Oh, ist cool. Ich liebe den Joghurt. Jetzt liebe ich den Joghurt. Vorher war er mir nicht so wichtig. Genau, ich wollte gucken, ob ich hier schon ein Regal drin hatte. Nee, hatte ich natürlich nicht, weil das würde ich ja sehen. Das wäre ja sehr viel größer. Brauchen wir denn nur eins? Ich packe erstmal eins nur ein. Wir müssen ja sowieso gleich noch ein bisschen mehr bestellen. Ich bin mir sicher, dass das noch nicht alles war, was wir gebraucht haben. Und ich habe ja da unten auch noch ein bisschen Platz, theoretisch. Also kann ich eigentlich noch nach unten da, wo diese großen Kartonflächen sind, da könnte ich noch was hinstellen. Ach so, habe ich noch einen zweiten? Ah ja, da. Okay, alles gut. Ich habe hier auch noch einen zweiten. Schade, dass man auch immer nur das gleiche Produkt reinkriegt. Ich weiß ja noch nicht, ob das hier bleibt. Ich stelle das jetzt erstmal dahin. Da war ja auch noch ordentlich was weggegangen von dem Salz. So, das hier hat er eigentlich ja auch alles ganz gut aufgefüllt, ne? Das hat er aufgefüllt. Aber was ist mit dem Reis? Warum hat er den jetzt nicht gemacht? Was ist los? Was ist dein Problem? Warum hast du jetzt den Reis... Warte mal. Doch, das müsste sogar passen hier. 1, 2. Genau. Warum hast du den Reis nicht aufgefüllt? Den habe ich doch gerade nachgeholt. Verstehe ich jetzt gar nicht. Kurt, du bist noch nicht so gut eingearbeitet, habe ich das Gefühl. Man könnte auch locker nochmal Öl nachbestellen, ne? Beides. Öl und Öl. Und nochmal Zucker. Puh, der Zucker. Einmal das normale Bratöl und einmal ein Olivenöl. Ja, hier unten haben wir halt echt noch gut Platz. Ich würde hier theoretisch, glaube ich, das gerne mitnehmen. Ja, den stelle ich mal kurzzeitig hier ab. Dann nehmen wir das mit. Ich habe aber auch immer nur das Problem, wenn die Sachen hier unten im Schrank waren. Dann sind sie nicht mehr so, dass sie irgendwie komplett funktionieren. So, genau. Die Sachen hier unten, die sind nämlich eher schwer. Wobei, das ist eigentlich auch schwer. Was fehlt denn noch? Hier fehlt einmal Zucker. Die hat er auch nicht komplett aufgefüllt. Vielleicht hat er dann doch Feierabend gemacht, oder? Käse? Ich glaube, der hat hier einfach Feierabend gemacht. Das ist ja eine Frechheit. Oh, voll. Dann bestellen wir die auch gleich nochmal mit. Käse nicht vergessen, dann die Chibis. Und das war doch komplett voll, glaube ich. Ja, war 24, ne? Warum hast du die nicht aufgefüllt? Ich weiß nicht, was los ist mit dem Typen. Was würde ich jetzt noch da unten hin tun? Vielleicht könnten wir die Dinger mitnehmen. Hier ist ja eigentlich alles voll. Dann da. Ich werde auf jeden Fall, glaube ich, unten eine Fläche freilassen, falls ich mal wieder dieses komische Rumgebagge habe. Oh nein, ich habe was umgeschüttet. Ich glaube, ich nehme den auch noch mit. Der kommt auch nach unten. Hier so schön daneben. Wo ist der andere? Da. Ja, da haben wir auf jeden Fall schon recht... Nein, nicht aufmachen. So, genau. Dann haben wir nämlich auf jeden Fall schon recht viel, was hier drin ist. Was kommt denn da hin? Da ist auch noch irgendwie so ein Platz für... Weiß nicht was. Salz vielleicht. Aber das nimmt so viel Platz weg. Kann ja bestimmt 10 Kisten Salz reinstellen. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal hier die letzte Bestellung. Und dann öffne ich schon mal, weil eigentlich haben wir alles da. Weil dann kann er nämlich auch schon mal wieder weiter auffüllen. So, einmal aufmachen bitte. Und jetzt machen wir was. Tu was. Die haben Zucker. Der könnte doch einfach mal hier das Zucker benutzen. Das Zucker. Den Puderzucker kann er mal auffüllen. Hier ist auch Platz. Ich weiß auch nicht, könnte ich die Dinger komplett verschieben? Das ist ein gutes Regal hier. Da kommt man richtig schnell dran. Vielleicht sollte ich da auch solche Sachen noch hin tun. Oder ich weiß nicht, irgendwas, wo man halt häufiger mal dran muss. Ist da schon ein Kunde drin oder was? Ist das Öl? Warum ist denn das jetzt schon so? Ja, das war Öl, okay. Hat man jetzt schon nicht richtig gesehen. Ich hoffe, da war kein leeres mehr. Oh, nee. Ich meine, eigentlich müsste ich ja auch wissen, wie viel da immer drin ist. Aber ich weiß halt nicht, wie viel in einer Packung ist von Zucker. Das weiß ich jetzt alles gerade nicht so richtig auswendig. Was schleppt der denn da durch die Gegend? Na, du solltest das da reintun. Alter, tu es doch einfach da. Jetzt habe ich hier ein komplett leeres Regal, was noch nicht benutzt ist. Jetzt steht auch noch irgendjemand an meiner Kasse, der da nicht stehen muss. So, was hat er denn jetzt, was er nicht auffüllen kann? Muss ich mir irgendwie merken. Ich muss mir dieses Regal angucken. Hallo, ach, das ist der Herr mit dem, naja, normalerweise der Herr mit dem teuren Einkauf, aber es war kein Klopapier dabei. Das heißt, es war nicht ganz so teuer. 57, 20, Dankeschön. Ach, sie stehen auch bei mir? Warum stehen sie denn nicht einfach hinter? Boah, dann guckt euch das mal an. Als ob die Leute so dumm sind, dass sie sich nicht dann woanders anstellen. Hier steht noch nicht mal jemand an der Kasse. Ja, ich weiß, sie sind einfach begeistert. Naja, ich muss dazu sagen, ich gehe auch mal zu meinem Lieblingskassierer, auch wenn das da voller ist. 70 Cent zurück. Dankeschön. Wir kennen uns halt schon, ne? Also wir kennen uns auch schon länger, weil ich habe ja auch den Laden damals geführt, alleine, ohne Money. Erinnert ihr euch noch an die guten alten Zeiten, ohne Money? Die guten alten. Eigentlich waren das die traurigen Zeiten, da war ich immer allein.
So, einen schönen guten Tag. Ist das ein Big Bang Theory T-Shirt? Sieht ein bisschen so aus. 13,10 Euro. Danke sehr, dann können wir jetzt endlich wieder gehen. Na, Mann, deswegen bin ich wieder gekommen. Hm. Naja, wenigstens passt. Kurt, füllst du auf? Machst du hier deine Sachen? Machen Sachen? Nein, ich wollte doch... Ich habe gerade überlegt, meine Sachen nach hinten zu... wegen dem einen Ding hier. Meine Sachen mal nach hinten umzustellen, die hier vorne jetzt noch stehen. Ja, okay, das ist eher so ein kleiner Einkauf. Klein und so halb teuer. 31,10 Euro. Früher hätte ich mich gefreut. Ich glaube, als nächstes ist mal wieder eine Produktlizenz fällig. Oder ein Ausbau. Ich muss gucken. Oh, ich bin Level 22. Kann ich mir nicht jetzt schon einen zweiten Auffüller holen? Ah, ich wollte doch gerade mal gucken. Manu, hallo. 50 Cent gibt's zurück. Ja. Danke sehr. Ich wollte mal gucken, kann ich mir jetzt schon einen zweiten Auffüller leisten? Weil es ist doch immer relativ weit, wie er laufen muss. Oh Mann. Lassen Sie mich doch einmal ganz kurz zum Computer. Oh, plopp. Noch was aufgeploppt. 109,40 Euro? Passend? Na gut. Dankeschön. Immer wenn man gerade aufstehen will, kommt wieder wer. Das ist so typisch. 20 Cent. Hm, ja. Was ist denn hier los? Verwaltung? Einstellen. Kassierer. Haha. Einkauf abschließen. Benötigte Supermarkt Level 20. Ach so. Nee, Moment. Ach so, ich brauche neue Regale. Das ist ja jetzt schon nicht voll. Hm, das ist ja doof irgendwie. Soll ich jetzt einfach noch ein Regal kaufen für 500? Könnte ich ja auch machen. Könnte ich mir einen zweiten Auffüller leisten. Macht das Sinn? Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie... Es ist noch nicht alles eingeräumt. Oder macht das eher Sinn, erstmal wieder auf die Erweiterung zu gehen? 85, wuhu! Auf die Erweiterung zu gehen und neue Produkte anzuschaffen. Oder lieber vorher auf einen... Ja, auf einen Auffüller zu setzen. Das wäre cool, wenn man den irgendwie noch trainieren könnte. Dann darf der so am Tag dann irgendwie Liegestütze oder sowas machen, damit der fitter ist. Ja, muss man machen, ne? Dann ist er fit und dann kennt er sich auch irgendwann aus im Laden. Dann weiß er genau, was wohin gehört. Und dann ist er halt einfach schneller. Vielen Dank. So, wir müssen mal, glaube ich, das Licht anmachen. Ah, viel besser. Fehlt hier was? Das ist ja alles hinten. Was fehlt hier noch? Nee, da... Oh, da muss ich gleich mal kurz... Ja, bei den Süßigkeiten muss ich mal ganz kurz ran. Das macht ja sonst keiner. Ich hoffe auch, dass er das bevorzugt, was er zuerst machen muss. Oh, oh. Ich glaube, ich habe nicht drauf geachtet. Ach so, hier sind wir. Hab nicht drauf geachtet, war jetzt ein Produkt... Oder war das gestern? War ich jetzt schon die ganze Zeit am Auffüllen und habe das... Oh, ich weiß es nicht. Nicht, dass ich jetzt wieder ein Produkt irgendwie übersehen habe. Oh Gott, ich kenne mich doch. Aber bisher hat noch, glaube ich, keiner was gesagt, so von wegen, es ist zu teuer. Oder ich habe einfach nicht aufgepasst. Ja, so, kann auch sein. Oh, dass sie immer gleich auf einmal so drei Klopapier kaufen, das ist halt heftig. 100 Euro? Achso, 91,50. Dann 8 Euro und 50 Cent zurück. Dankeschön. Zweimal Bleichmittel. Was genau wollen Sie denn bleichen? Ich hoffe nicht, Ihr schönes rotes T-Shirt. Klopapier. Wie sieht's aus? Nein, dein Ernst? Nein. Stopp. Stell... Du Blödmann! Ist das dein Ernst? Also warum macht er denn so einen Blödsinn? Jetzt macht er da oben, ich habe eh schon so wenig Platz. Guckt euch das mal an. Der soll doch das Leere nehmen zuerst. Jetzt nimmt er zuerst das Volle. Das ist natürlich ein Problem, wenn man mehrere Fächer hat. Das ist 130,30 Euro. Ja, da klingeln die Kassen. Die klingeln ja eh schon die ganze Zeit hier. Das Piepen, das ist wirklich wie Musik in meinen Ohren. 1, 2, 3 und 10 Cent. Dankeschön. Also, ich glaube, ich muss gleich mal ganz kurz selber hier das Klopapier nachfüllen. Das ist ja sonst einfach nur totaler Blödsinn, was er da macht. Kann man ihm das sagen? Kurt hier, Kurt. Achso, nee, das bitte dein Kurt, oder? Nee. Kurt, du machst hier Blödsinn mit dem Klopapier. Das ist nicht in Ordnung. Da müssen wir nochmal ganz dringend eine Schulung machen. Ah, wieder eine Dame mit Joghurt-Diät. Da gibt's nichts zurück. Dankeschön. Zweimal Kuchen. Sie sind das Gegenteil von der Diät. Alles klar. So, viel Spaß. Viel. Schönen Abend, meine ich natürlich. Das sollte ich vielleicht auch nochmal auffüllen. Ah ja, das kriege ich ja komplett leer, oder? Oh ja, kann ich ja direkt zweimal bestellen. Da habe ich auch nichts mehr in der Hinterhand. Weia. Ach, hier oben sind noch welche. 1, 2, 3. Da wirfst du Sachen weg, okay. Also direkt schon mal zweimal Süßigkeiten wieder in den Einkaufswagen tun. Oh, Rechnung habe ich gar nicht bezahlt. Machen wir schnell. So und so. Ja, Sekunde. Muss zweimal kurz Süßigkeiten in meinen Einkaufswagen legen. Hallo, einen guten Abend. Wir haben eigentlich schon geschlossen, aber für Sie machen wir nochmal eine Ausnahme. Nur für Sie natürlich. 49. Gerne doch. So, ich gucke mir mal kurz an, was wir hier noch über haben. Ah, ich liebe die Dinger. Immer noch alles voll. Das kann man locker mal nachfüllen. Haben wir hier noch was? Nö. Ich habe ja noch ein leeres Regal da hinten. Da passen ja die Sachen hier eigentlich noch voll gut rein. Ich glaube, das nehme ich auch direkt mal mit. Weil letzte Kunde ist jetzt gerade gegangen. Ah, nochmal auf, nochmal zu. Ah, jetzt geht's wieder. Ich weiß nicht. Es würde eigentlich so thematisch hier auch ganz gut neben das Brot passen. Ist jetzt nicht unbedingt das Beste, was man da machen kann, aber naja. So, hier würde ich jetzt auch nichts neu kaufen. Einmal hier dahinter. Naja gut, es würde
Es würde natürlich ganz gut was hinpassen, weil der Karton so klein ist, aber es muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Aber das hier kann ich mal rausholen. Kann ich nicht. Ja, wieder einmal hier zwischenlagern. Aber hier, das hatte ich ja noch mal vorher gekauft. So, jetzt haben wir da auf jeden Fall auch noch was über. Ich meine, vielleicht könnte ich auch einen zweiten Kassierer einstellen. Und dann kann ich hier am Tag das so ein bisschen regeln. Ich würde sagen, ich lasse ihn erstmal machen, was er hier gerade macht. Ich würde auf jeden Fall zweimal Klopapier noch reintun. Eine Milch, eine nur, ja, mehr geht leider nicht. Hier eine, zweimal Klopapier. Das ist immer noch krass am Auffüllen. Oh mein Gott, die haben uns hier das Salz hier komplett weggekauft. Wow, das ist ja Wahnsinn. So viel Salz verkaufen wir normalerweise nicht. Eigentlich. Kaffee ist auch ganz gut weggegangen. Naja, es geht. Brauche auf jeden Fall noch eine neue Kiste Kaffee. Und Tee auch. Oh, das ist ja tatsächlich nur noch einer. Na gut, dann tun wir nochmal Kaffee und Tee rein. Ich kann mich die ganze Zeit nicht entscheiden, was ich jetzt machen soll. Also irgendwas würde ich gerne machen, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt zuerst jemanden einstellen soll oder meinen Supermarkt erweitern. Ich frage mich halt auch die ganze Zeit, wo habe ich den Platz? Also wenn das jetzt hier sowieso noch wegkommt, dann haben wir ja hier sowieso auch wieder ein bisschen mehr Freiraum, sage ich jetzt mal. Ah, Eier. Und Käse wahrscheinlich auch. Ich tue schon mal Käse rein. Den kriegen wir nämlich auch leer. Oder auch nicht? Doch, ist leer. Würden wir hier irgendwo noch Regale zwischenkriegen? Ich könnte die ja hier verschieben. Das würde, glaube ich, auch echt gut passen, weil hier ist noch richtig viel Platz. So, wenn man die hier so ein bisschen nach vorne zieht, könnte man hier noch eine Regalreihe hinbauen. Oder aber ich könnte die Regale ja auch so lang bauen. Aber dann sehe ich weniger. Dann baue ich mir halt auch so voll den Blick zu. Ist das ausverkauft? Schnell mal nachgucken. Das ist ja komplett ausverkauft. Oha. Ja, das muss ich in der nächsten Bestellung machen. Ich lasse ihn jetzt erstmal die Sachen hier noch beenden. Der arbeitet auch ordentlich für sein Geld. Bis zum Umfallen, ey. Nach 9 Uhr ist er immer noch da. Aber das finde ich halt wirklich ein bisschen schwierig. Da ist noch so viel, was nicht aufgefüllt ist. Ich denke mal, da muss ich wahrscheinlich dann trotzdem immer unterstützen. Ich glaube, ich gucke mir mal die Produktlizenzen an. Weil wir haben ja hier 1, 2, 3 vielleicht, 4. 4 leere Regale für die Produkte. Was haben wir denn da? Was wäre denn cool? Oder wir holen uns so Tiefkühltruhen. Die habe ich halt noch gar nicht. Was wäre denn wohl in der Tiefkühltruhe? Gar keine Ahnung. Was kommt da rein? Ich dachte eher so, ah ja, Pommes vielleicht. Pizza. Oh, 1100. Das könnte ich mir leisten. Kartoffeln wäre dann wieder was für das Regal. Hähnchen vielleicht auch. Hähnchen könnte vielleicht auch in eine Tiefkühltruhe rein. Dann haben wir hier nochmal Müsli. Da müsste ich vielleicht wieder ein bisschen umräumen. Butter dann in den Kühlschrank. Butter. Oder Butter würde ich da... Da müsste ich aber wahrscheinlich auch noch einen Kühlschrank kaufen, ne? Ich könnte aber eventuell hier ein Fach frei machen mit dem Joghurt für die Butter. Was kostet denn so eine Tiefkühltruhe? Behalte mir das hier mal im Kopf. 400. Ah ja. Ich glaube, das mache ich. Tiefkühltruhe. Stell dann die Sachen hier vorne hin. Dann nehmen wir erstmal das auf jeden Fall mit. Das kommt dann auch nach hinten. Das muss ich ja dann morgen auch nochmal bestellen. Ich tue das dann erstmal auf dem Boden, damit ich weiß, dass ich das noch bestellen muss und dass das hier irgendwo noch rein muss. Kommt das nämlich jetzt auch alles nach hinten. So, das muss ich, glaube ich, nicht bestellen. Das tun wir einfach so hin. So, einmal hier rein. Da würde ich auf jeden Fall noch vorher einen neuen holen. Der ist... Ja, da war ja auch noch ein neuen. Der kommt auf jeden Fall daneben. Ist er fertig? Nee, er arbeitet immer noch. Oh nein, das wollte ich doch nicht. Mein Gedanke war, dass ich den erstmal nachkaufe. Na toll. Ich hoffe, dass ich das denn so finanziell alles hinkriege. Bist du jetzt fertig? Jetzt sagt er mir auch den Tag beenden. So, jetzt sagt er mir das erst. Okay. Ja, na gut, dann beenden wir jetzt erstmal den Tag. Nicht, dass ich dann heute den auch noch bezahle. Fanden die Produkte zu... Schon wieder einer. Wer ist denn das immer? Einer, der findet die Produkte immer zu teuer. Aber 41 Kunden, also 42 Kunden eigentlich. Einkommen 1857, Bestellkosten. Also wir sind gut mit einem Plus von $569 rausgegangen. Sehr gut. Soda, Bleichmittel, Käse, Müsli. Bleichmittel. Oh no. 4 Euro. Dollar. Käse, oh, ein bisschen teurer, 4,60 Euro. Ja, welche ist das hier? Das da? Nee, die nicht. Die da? Ha, die ist teurer geworden. 3,30 Euro. Das Wasser hat er auch nicht aufgefüllt. Oder war das nicht mehr da? Oh, es könnte sein. Ich bestell schon mal schnell. Tada. Ach so, genau, die hier hatte ich noch vergessen. Oh mein Gott, die sind richtig krass hochgegangen. Das sind jetzt mal rund 8 Euro für eine Packung. 4,77 Euro Gewinn. Halleluja, das ist ja ordentlich. Haben wir jetzt tatsächlich kein Wasser mehr gehabt? Da ist doch noch Wasser. Der vielleicht hat er einfach irgendwann Feierabend gemacht, weil er keinen Bock mehr hatte. Also so richtig gut ist er nicht im Auffüllen. Er macht so, wie er Bock hat. Die Kartons holt er leider auch nicht ab. Wie machen wir denn das jetzt? Ich hole jetzt erstmal hier genau. Hier hole ich einen raus. Nein, 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 nein! Dumm! Oh! Schnell! Schnell. Habe ich es geschafft? Nein! Ich kotze im Strahl. So, jetzt habe ich einfach 4 gemacht. Nein, nein, tu sich! Was nimmt er? Hat er einen 4er-Karton mit? Jetzt müsste es ja gehen. 1, 2, 3, 4.
Na siehste. So ein Dummbatz. Also jetzt mal echt, das ist doch nicht mehr normal. Macht normalerweise nichts und dann macht er sowas. Alter, ich könnte mich gerade aufregen. Ah! Von wo aus nimmt er denn immer? Einfach so random. Der hat gar keine Ahnung, wo er anfängt und wo er wieder aufhört. Also er nimmt einfach irgendwas. Dann ist mir das ja so lieber. Geht wieder nicht. Ah, ist das doof. Nein, nicht öffnen, schließen. Also gefühlt ist es auf... Hallo, zumachen. Gefühlt ist es auf jeden Fall schlimmer als vorher. Mit dem, dass man die Sachen dann nicht mehr hinstellen kann. Richtig obernervig. So, die füllen wir auch nochmal voll. Das wird ja hier unser Regal, ne? Also unser Süßigkeitenregal. Komm, wir holen zweimal Pralinen. Zweimal so, zweimal Pralinen. Weil es passt halt auch immer voll viel rein. Einmal hier, einmal da. Da haben wir noch einen. Der kann ja schon mal hier, glaube ich, direkt rein. 12, 22. Genau, das war nämlich der, der nicht ganz voll war. Was machen wir mit Tee und Kaffee? Kommt das auch alles ins Regal oder nicht? Ich habe ja gar kein Bleichmittel bestellt. Ich dachte, ich hätte schon. Minimum zweimal. Dann nehmen wir auch nochmal zweimal Shampoo, zweimal Seife. Oh Gott, hier brauchen wir auch alles. Bin ja schon wieder voll. No. Na gut, dann nur zweimal Shampoo erstmal. So, dann direkt weitermachen. Zweimal Seife, einmal das, einmal den Reiniger. Ich brauche sicherlich auch nochmal O-Saft. Nee, aber Apfel. Apfelsaft, Coca-Cola. Dies hier, dann brauche ich das, dann brauche ich Soda. Ich mach schon mal Licht an. Ich weiß nicht genau, ob ich Salz... Ach ja, doch, hatte ich. Kann ich nämlich schon direkt auffüllen. Das wird auch wahrscheinlich schon wieder fast leer sein. Oder es ist leer. Okay. Hoppala, Entschuldigung. Ich habe nicht zweimal bestellt, ne? Muss ja nochmal Salz bestellen gleich. Jetzt holt er sich die Dinger schon wieder. Ah ja, stimmt, ist ja fast leer, ne? Ich hole das auch nochmal und stelle das irgendwo anders hin. Salz. Ach, was? Ich habe schon wieder 9? Diese Bestellung, die ist einfach noch völlig übertrieben. 24. Okay, sehr gut. Das ist dann immer komplett. Noch einmal. Ein Shampoo. Wo ist denn die Seife? Ich habe hier irgendwo Seife. Nein, bitte nicht. Fahren Sie nicht über meinen Käse. Der ist schon platt genug. Danke sehr. Ich suche Seife. Wo ist meine Seife? Achso, die ist, glaube ich, erst in der nächsten Bestellung. Ja. Stimmt ja, stimmt ja. Davon haben wir auch direkt 2 bestellt. 2 oder? Ja, 2. Die dann noch. Lass mich das bitte hinstellen. Ja. Sehr gut. Dann können wir das wieder zuklappen. Und das kommt hinten drauf. Von den Süßigkeiten hatte ich auch nochmals. Noch 2? Habe ich ja gar nicht übertrieben. Naja, aber ne, es passt. Ist doch gut. Und da kann er halt auch nichts falsch machen. Dann ist mir das doch lieber. Das muss man irgendwie auch nochmal anders machen können. Dass er weiß, was er da greift und dass er, ne, ihr wisst schon Bescheid. Nicht so das, was da eben der Fall war. 15, 25. Also wir haben auf jeden Fall jetzt einen mega Warenwert, der hier rumliegt. Das ist schon krass viel. Käse? Ach, der war voll. Den füllt er halt auch nicht nach. Käse und Eier und sowas, das füllt er nicht nach. Das ist noch nicht hinten im Lager drin. Ich weiß auch nicht so, wo ich das hintun soll. Muss jetzt eh gleich erstmal gucken, wie wir das mit den neuen Produkten machen. Ach so, schon wieder leer. Olivenöl könnte ich auch nochmal mitnehmen. Oh mein Gott, Nudeln. Ach, ich brauche zu viel noch. Erstmal einmal Olivenöl noch dazu. Das Problem hat sich einfach nur verlagert jetzt. Ah, das ging. 24 und... Ach so, weil es voll ist. Deswegen. Was bist du? Du bist das Teil hier. Mein Bleichmittel. Dann bitte mach, dass ich den einfach... Nein, kann ich nicht. Manuel. Dann hier drauf. Ich bin so begeistert, dass man das hier einfach unten drunter stapeln kann. Das ist echt toll. Ah, nein, mach es zu. Oder passieren diese Probleme, wenn er von alleine das zuklappt? Irgendwomit muss das doch zu tun haben, dass das nicht geht. Also das ist einfach nur bescheuert. So, dann haben wir hier nochmal einen Apfelsaft. Das geht wieder. Interessant. Also wenn ich irgendwann mal rauskriegen sollte, womit das zusammenhängt, ja? Oder wenn das jemand von euch weiß, dann sagt mir das gerne. Aber genau das ist immer das Problem. Wenn hier dieses Bildchen nicht zu sehen ist, dann geht es nicht. Aber auch wenn das Bildchen zu sehen ist danach, geht es trotzdem nicht. Ja, yeah. Ganz toll. Olivenöl. Wir machen es einfach direkt so. Weniger kompliziert. Ah, den Rest nochmal auffüllen von dem Salz. Mein kleiner Türstopper hier. Ich mache nochmal eine kurze Rundschau, ob ich hier irgendwas erkennen kann, dass da noch irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber ich glaube, wir brauchen noch Nudeln. Ja, Nudeln, Spaghetti, Mehl. Also rotes Mehl. Nudeln, Spaghetti, rotes Mehl. Rotes Mehl. Spaghetti, zweimal Nudeln, Schokos habe ich auch gesehen. Ich meine, man kann natürlich auch hiervon zum Beispiel noch mehr bestellen und einfach hier hinstellen. Dann nimmt er sich das zwar nicht, aber das ist ja eigentlich auch nicht weiter schlimm. Dann steht es halt irgendwo hier so in der Ecke. Aber mein Gott, ist mir egal. Okay, ich habe jetzt 5 Sachen.
Dann hole ich mir die Produktlizenz. Warte mal. Die hier für 1100 kaufen. Oh, wie aufregend. Jetzt bin ich mal gespannt. Was brauche ich dafür? Ich brauche jetzt erstmal einen Gefrierschrank, denke ich. 400. Wir haben hier nochmal 540 offen. Okay. Gefrierschrank. Wie viel passt denn in einen? Oh Gott, hoffentlich passt das überhaupt rein. Oh mein Gott, 32 Stück und hier bei den Hähnchen nur 4. Alter Schwede. Ich werde mal alles einmal nehmen, ne? Einmal das, einmal das, einmal das. Müsli finde ich super. Butter muss in den Kühlschrank. Kartoffelsack ins Regal. Vielleicht würden wir das genau hinkriegen. Weil Butter ist auch, naja, hier sind 24. Ich weiß nicht, wie viel da reinpasst. Vielleicht ist das so ähnlich wie mit dem Joghurt. So, jetzt fehlt noch Müsli und Kartoffelsack. Bestell jetzt einmal das. Dann Müsli, Kartoffelsack. Oh Gott, ich hoffe, dass wir das hier irgendwie hinkriegen. Weil wir haben ja jetzt hier ein bisschen Platz geschaffen. Wo ist denn meine Truhe? Hier, meine erste Gefriertruhe. Nein, auspacken natürlich. Okay, so, die kommt vor das Fenster. Ist natürlich eigentlich nicht so sinnig, ne, weil hier knallt die Sonne drauf, aber ist mir auch wurscht. Ja, toll, jetzt habe ich hier Spaghetti. Als ob. Ah, jetzt muss ich erstmal das hier regeln. Nein, mach das weg. Okay, schnell, schnell. Wir machen jetzt erstmal die Sachen, die hier weg müssen. Mehl muss weg. Mann, so ein Blödsinn. Ich muss irgendwie mal lernen, wie viel immer in einem Mehl drin ist, damit ich weiß, ob ich das jetzt einmal rausnehmen muss oder nicht. Ja, das ist auf jeden Fall zu wenig. Mhm. So, einmal das, dann kommt das nach dahinter. Habe ich jetzt nochmal bestellt? Oh, das ist das Hühnchen. Ah, das sind die Nudeln. Die passen ja leider hier nicht auch noch hin, ne? Genau, dann tun wir nämlich die einfach hier hin und füllen die dann nach, bei Bedarf. Jetzt haben wir hier nochmal Schokos. Ja, die kommen nach unten. Oh, die waren auch voll, Mann. Das war wieder umsonst, ey. Pizza! Mhm. Pizza, dann haben wir Pommes. Und was bist du? Du bist klein. Ach, das ist die Butter. Hm? Okay. Wir bräuchten jetzt eigentlich einmal hier so eine kleine Kiste. Muss ich dran denken, dass ich die nachher wieder zurücklege? Dann nehmen wir nämlich die, machen einmal das hier leer. Oh, ich sehe gerade, der Käse ist ja gar nicht aufgefüllt. Ach, der ist ja doch aufgefüllt. Der hat immer 9. Ach so, naja gut. Schließen wir den und tun so, als sei der neu. Der Karton. Ich hoffe, dass wir nicht so viel Joghurt verkaufen. Also bisher ist das ja immer so gewesen, man brauchte nicht ganz so viel davon. Und das ist jetzt Butter. So, du bist neu, du bist Butter. Bitte mach, dass da viel reinpasst. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh mein Gott, das ist wunderbar. Ist das voll? Also leer. Da muss ich jetzt hier noch einen Preis eingeben. Oh, das ist ja gar nicht mal gut. 2,80 Euro. 1,25 Euro. Aber ist cool. Joghurt, Butter, Milch, Eier. Mein Gott, das ist tolles. Ja, ein tolles Sortiment. Genau, das wollte ich sagen. Und ich befürchte, die Gefriertruhe wird jetzt wahrscheinlich relativ teuer. Die sind bestimmt groß. Hähnchen sind wahrscheinlich echt groß. 4. Aha. Es passt nicht so viel. Wieso kann ich das nicht schmeißen? Ah, geht doch. 4. Da reicht doch nie im Leben eine Truhe. Oh mein Gott. 9,50 Euro. 3,85 Euro. Das ist sehr gut. 4 Hähnchen. Boah, da muss ich ja richtig... Oh nee. Da passen nur 2 Sachen rein. I tell you. Ätzend. Aber ich habe alles voll gekriegt hier. 12. Ist doch voll, oder? Ja. Den Karton habe ich doch schon, glaube ich. Das sind ja immer die gleichen. Ist das auch der gleiche? Ich muss einmal vergleichen da hinten. Bist du der Karton hier? Ja, der, oder? Ja, sieht genauso groß aus. Okay, gut, dann schmeiße ich dich jetzt weg. Dann brauche ich dich nämlich nicht. Und das hier kann ich leider nirgends reintun mehr. Heißt für mich, ich muss noch eine Gefriertruhe kaufen. Weil sonst wollen die ja jetzt hier auch noch das haben. 6,20 Euro kosten die. Wir machen das so. Wir holen Minimum 2-mal noch Hähnchen. Möbel, auf jeden Fall noch einen Gefrierschrank. 400. Richtig teuer. Aber ich kann es nicht anders machen, leider. Dann haben wir noch nicht gekauft. Kartoffelsack. Da sind auch nur 4 drin. Da kaufe ich 3. 3. Und hiervon würde ich gerne 2 kaufen. Dann sind wir fast pleite. Perfekt. Und ich habe nicht sonderlich viel, um jetzt irgendwas aufzufüllen. Ich habe noch $95. Oh mein Gott, das ist echt übel. Ich mache mich pleite heute. Kann ich das vielleicht daneben noch irgendwie hinstellen? Jetzt steht hier natürlich... Ah, Sekündchen. Ich muss mal ganz kurz das hier zur Seite tun. Kriegen wir das daneben. Ja, okay, das würden wir da hinkriegen. Das ist natürlich sehr knapp. Machen wir vielleicht einmal die Kasse ein Stückchen so. Kleines Stückchen nur. Marlin, du auch? Kleines Stückchen bitte mitkommen. Kann ja mal schieben von da hinten. Oh nee, das ist zu eng. So, hier ein bisschen rüber. Ja, das lassen wir mal so. Gut, dann holen wir hier... Jetzt habe ich das weggeschmissen. Ah, ich habe eine Idee. Wo sind die? Wo sind die Hähnchen? Hier, das ist ein Hähnchen. Das heißt, hier machen wir nur eine Hähnchentruhe. Die kommen hier wieder raus. Ja, macht natürlich mehr Sinn, wenn wir die hier drin haben. So wie? Dann haben wir... Ach so. Oh mein Gott, Kartoffelsäcke. Die brauchen sehr viel mehr Platz. Die passt... Hier passt eigentlich nicht wirklich irgendwas sehr gut. Das wird jetzt erstmal ein bisschen... Was? Okay, ich brauch ein ganzes Fach. Ich muss umräumen, das geht nicht. Ich brauche so ein ganzes Fach, ein komplettes Regal mit Kartoffeln. Wie soll denn das funktionieren? Also ich gebe den erstmal einen Preis. 5,50
50. Die machen noch nicht mal viel Geld. Oh, also kein Gewinn. Ich habe 2 Plätze? Das muss doch irgendwie noch was anderes geben. Das kann nicht sein. Das kann doch nicht sein. Was mache ich denn? Erstmal hier die Pizza rein, so. Dann haben wir erstmal das schon mal abgehakt, weil hier passt bestimmt ordentlich was. Oh, super, 16. Das ist natürlich gut. Toll. Wenigstens etwas, was Gutes hier. 5,30 Euro. Alles klar. So, ich bräuchte vielleicht auch nochmal hier so ein Fach, ne? Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal nicht so viel... Naja gut, 16 sind immerhin noch drin. Ich muss jetzt währenddessen einfach nachkaufen. Die Frage ist nur, soll ich mir jemanden einstellen? Das ist auch noch so groß. Ich tue jetzt einfach erstmal hier alles hin. Das sollte nicht so bleiben. Das kann ich auch schon mal sagen. Das sieht nämlich nicht schön aus. Nochmal. Tue ich jetzt erstmal hinten ins Lager. Dann kann er schon mal was nachfüllen. Das kommt nach unten irgendwo natürlich. Vielleicht hier, weil er ja ganz schnell immer kommen muss. Mal abwarten. Ach so, noch einer. Ich brauche ja immer noch mal einen, so, wo ich was hinstellen kann. Ne? Ich tue es erstmal so. Dann haben wir die Dinger. Wo kommen die rein? Eigentlich nicht unbedingt da. Eigentlich hätte ich die auch lieber hier natürlich. Wir könnten den Zucker zum Kaffee tun. Ich glaube, das passt besser. Ich brauche einen Karton für den Zucker, um den rüber zu holen. Wir machen die Kartoffeln nach unten. So, erstmal wieder rein. Dann kommt der Tee eine Reihe weiter nach oben. Kriege ich das irgendwie so hin? Vielleicht funktioniert das ja. Nein, warum mache ich das? Don't do it! Nein, du dummer... Ich weine. Ich hätte es leer machen müssen. So, das hat ja schon mal geklappt. Schnell wegmachen. Achso, brauche ich ja gar nicht. Das kennt er nicht, das Ding. Das habe ich nämlich nicht hinten im Lager. Nein. Er hat die Kiste weggeschmissen. Ah! Oh, ist das bekloppt. Okay, warte mal. Moment. So. Schnell das Ding wegmachen. Leg das hin. Weg. Er wollte gerade schon kommen, ich weiß es. Kann ich das schon? Kann ich nicht. Ach, Mann. So, ich brauche irgendwie, wie sieht der Karton aus hierfür? Das ist der ultimative Karton einfach. Der hier, glaube ich. Kann er bitte gleich ganz kurz mal draußen stehen bleiben? Das kann ja alles hier bleiben. Ich will ja nur das hier tauschen. Jetzt kommt er gleich wieder losgerast. Weg damit. Sehr gut. What the? Ich hab's gerade noch geschafft. Also sonst tut er immer so, ne? Und dann rennt er plötzlich los. Ein Idiot. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin so nicht begeistert. Schnell hinstellen, schnell. Ja, Schild weg. Okay. Nein. Schild weg. Oh. Nein. Hä? Nein. Er hat es tatsächlich geschafft, eine Milch da noch hinzutun. Jetzt kriege ich das nicht leer. Ich habe keinen Karton. Ich hasse ihn. Du bist nicht cool. Und jetzt kann ich das auch nicht ändern. Das heißt, wir haben jetzt heute einfach nur Mist. Oh, kann ich ihn feuern? Ich würde dich am liebsten gerade feuern. Wenn ich das hier mache, dann füllt er das ja jetzt nach. Okay, Leute, ich mache jetzt erstmal auf. So, wir machen auf und dann, ja, toll. Dann habe ich halt dieses Produkt jetzt gerade nicht. Weil das muss ja hier rüber. Und ich kann es ja nicht rüberholen, weil ich habe keinen Karton mehr offenbar. Oh, stelle ich jemanden ein, der für mich kassiert? Weil die stellt sich bestimmt gleich wieder bei mir an. Ich hoffe einfach nur darauf, dass jetzt jemand hier oben die Kartoffeln kauft. Nee, Moment mal. Ich habe ja noch... Weg. Haha. Warte mal. Aha. Jetzt haben wir hier unten einmal... Nee. Nein. Geh weg. Ich hasse ihn. Jetzt hat er das komplett voll gemacht und schon wieder den Karton weggeschmissen. Leute, das macht doch keinen Spaß. So, was soll das denn? Ich muss ihm doch sagen können, no. Was machst du denn? Er macht schon wieder irgendwas. Hör auf damit. Ich will nicht. Ich wollte doch diesen Tag heute eigentlich gar nicht starten. Nein. Ich kann das doch auch eigentlich hinten einfach rausnehmen. Ich habe nämlich jetzt hinten nichts mehr zum Nachfüllen. Ich habe halt keine Milch mehr. Kann mal bitte jemand diese doofen Kartoffeln kaufen da unten? Ich muss es aus dem Regal nehmen, irgendwie. Jetzt will natürlich auch wieder jemand... Braucht doch nur einen leeren Karton. Ich weiß, ich kann auch die Kasse hier kurz einpacken. Ich glaube sogar, das mache ich gleich. Aber ich muss ja hier mal drauf achten. Nein. Er macht schon wieder irgendwas. Jetzt habe ich die ganze Zeit immer Panik, wenn er mit irgendwelchen Kartons durch die Gegend rennt. Oh, eine Pizza. So, Leute, wir gehen hier raus und wir nehmen jetzt ganz kurz mal die Kasse weg. Einpacken. In die Ecke damit. So, genau. Bitte kaufen Sie die Milch. Genau, die Milch sollen Sie kaufen. Weil die Milch kann dann nämlich eh nicht nachfüllen. Und bitte die Milch von hier unten, wobei eigentlich ist mir das egal. Oh, ich habe ja Platz. Okay, Leute, warte. Er soll nicht den Zucker nachfüllen. Moment, wo ist der Zucker? Ich sehe den Zucker nicht. Da ist der Zucker. Der muss raus. Jetzt kann ich den Zucker nicht irgendwo hin tun. Oh, nee! Schon so. Aha, aber immerhin, ich kann das jetzt machen. Und er kann nichts nachfüllen, weil er hat nichts.
Sehr gut. Das ist also schon mal leer. Das kommt weg. Hier kommen die Kartoffeln hin. Haben wir das schon mal erledigt. Wunderbar. Und das wäre jetzt cool, wenn ich einfach nur das schnell hier hinstellen könnte. Und das hier rein. So, das hat ja schon mal geklappt. Wunderbar. Dann ändern wir jetzt hier den Preis, beziehungsweise wir passen an. 5,40 Euro. Nice. Hat geklappt. Sehr gut. Dann kommt der Zucker. Was machst du da? Was hast du vor? Hm? Erzähl mal. Was willst du denn da? Kommst du nicht weg oder was? Ist er verwirrt, weil er irgendwas auffüllen wollte? Was ist voll? Entschuldigung, kannst du bitte meine Box loslassen? Will er die Kartoffeln vollfüllen? Kartoffeln sind voll. Kannst gehen. Die Kassen sind voll. Ja, das ist jetzt gerade das kleinste Problem, würde ich sagen. Immer diese Einführung von neuen Produkten, das ist einfach nur richtig blöd. Er ist aber jetzt da hinten beschäftigt. Das ist ganz gut. Jetzt kann ich das mal ganz kurz rausholen, hoffentlich. Und dann machen wir das nämlich schnell auch weg. So. Dann kommen hier nämlich auch die Dinger hin. Wunderbar. Dann habe ich wieder endlich meinen leeren Karton. Das kommt nach oben. Die beschweren sich immer noch über die vollen Kassen. Ja. Und mein Mitarbeiter ist einfach unfähig, irgendwas zu tun. Ich bin total begeistert, wie das funktioniert. Nicht. Jetzt schon wieder irgendwas gekauft. Nee, keine Kartoffeln. Okay. Och komm, jetzt lass das doch mal. Kann ich ihm irgendwie sagen, dass er das mal lassen soll? Ich muss auf jeden Fall wahrscheinlich jetzt selber nachfüllen, weil er macht nichts. Wir kaufen jetzt erstmal ein paar Sachen. Also wir kaufen Kartoffel, Müsli. Ich kaufe, glaube ich, alles mal, weil von den Sachen habe ich ja noch nichts. Hähnchen. Hat er überhaupt irgendwas nachgefüllt? Glaub nicht. Mach doch mal was. Oh. Kann ich ihn irgendwie wegschieben vielleicht? Was passiert denn, wenn ich das Regal verschiebe? Aha. Nee. Nee, nee. Bitte jetzt nicht hier hinrennen. Jetzt habe ich das Regal am Finger. Er rennt dem Regal hinterher. Ach so. Ja, dann mach doch hier. Mach doch hier. Was willst du denn da? Was ist denn das überhaupt? Was hat er denn da? Sind das Kartoffeln? Das sind Kartoffeln. Okay, Moment. Ich habe eine Idee. Vielleicht will er ja hier die voll machen. Möchtest du die voll machen? Oder die? Die vielleicht. Also die Kiste ist voll. Möchtest du die voll machen hier? Nee? Auch nicht. Was willst du denn? Mann! Er ist komisch. Er will nicht mehr. Er macht Dinge. Ich krieg ihn da nicht mehr weg. Jetzt muss ich auch noch selber auffüllen. Oh, das ist alles leer. Nein! Oh, vielleicht regeneriert er sich, wenn das vorbei ist. Also das war wirklich der schlimmste Tag überhaupt. Oh, schrecklich, 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 schrecklich. Das auch nochmal. Ah, Hilfe, Leute. Ist hier... Oh Gott, die Hähnchen. Oh mein Gott, die Pommes. Habe ich die schon bestellt? Nein. Wieso habe ich denn hier noch von... Ich habe ja noch zwei. Habe ich nur das gerade bestellt? Hä? Dann muss ich die ja gar nicht nochmal bestellen. Warte mal, was habe ich jetzt hier drin? Honey Müsli. Egal, nehmen wir trotzdem nochmal mit. Hähnchen nehme ich nochmal. Pommes nehme ich auch nochmal. Ich kann nicht mehr kaufen. Natürlich nicht. Ja, das war heute einfach nur ein ganz schlimmer Tag. Er macht Dinge. Und die Dinge sind doof. Ich stelle das jetzt hier auch nochmal hin, weil ich nicht genau weiß, ob es der gleiche Karton war. Ich kann nichts bestellen. Die Milch ist alle. Alles ist alle. Was ist denn hier? Naja, da ist noch was da. Was war hier unten? Wasser. Das geht ja alles noch. Oh, die Tabs. Oh, wie schrecklich. Ich muss alles selbst tun. Ich muss alles selber machen. Nein. Gehen Sie aus dem Weg. Warum sind denn heute auch noch so viele Leute da? Ich glaube, es sind gar nicht so viele Leute da, sondern es ist einfach kein anderer, der da kassiert. Genau, die Dinger wollte ich nochmal mitnehmen. Meister Poppa. Ich werde ganz schnell gleich den Tag beenden, in der Hoffnung, dass er sich wieder einkriegt. Oder ich werde ihn wahrscheinlich einfach feuern. Ich muss dann halt wohl oder übel einmal Geld zahlen, weil ich muss ja Einstellungskosten immer holen, bezahlen. Oder soll ich das jetzt schon machen? Ich unterstütze mal eben gerade. Einfach nur, um schnell zu helfen. So, hier. Hallo, ich bin auch da. Wir machen einfach ganz schnell einmal, zack. Was haben Sie hier? EC-Karte, genau. Ich weiß, heute ist ein bisschen voll, aber genau, 1900. Mhm. Heute ist ein bisschen voll, weil wir haben wieder neue Produkteinführungen. Das ist leider immer ein leichtes Chaos. Besonders jetzt mit unserem neuen Angestellten. Oh nein, ich muss doch... Ich habe ja gar nichts zum Nachfüllen, ne? 1, 2, 3, 4... Ja, Pommes sind alle. Weiß ich doch. Ich wollte ja, aber wir haben Probleme heute mit Lieferungen. Die Ketten, die Lieferungsketten, die sind heute problematisch. Wir werden richtig viel Abzug kriegen. Oh mein Gott, diese Schlangen hier. Die Schlangen lang. 80,10 Euro. Na, ich muss jetzt einfach noch das eingrenzen hier, das Übel, was heute passiert ist. Wir begrenzen den Schaden. Ich weiß nicht, ob wir das noch hinkriegen, aber... Es war einfach nur total schlimm. Das ist halt, ich kann doch nicht jedes Mal, wenn ich ein neues Produkt einführe und dann sowas ist. Naja gut, ich könnte halt jedes Mal die Sachen aus dem Lager rausnehmen, ja. Das ist das, was man machen kann. Nein. Aber irgendwie ist da noch was nicht ganz so bedacht. Also ich dachte halt auch, vielleicht vor der Arbeit, da habe ich ja gedacht, er tut nichts. Aber offenbar tut er ja doch was. Leider nur nicht das, was ich gerne hätte. Ich kündige den jetzt. Ich weiß nicht, ob er meinen Karton dann mitnimmt. Das wäre nicht so gut. Produkte. Verwaltung. Einstellen. Feuern.
Ah, er ist weg. Dann werde ich auf jeden Fall nicht heute jemanden einstellen, sondern erst morgen. Hat er jetzt meine Kartoffeln mitgenommen? Sind das die Kartoffeln? Keine Ahnung, ob das die Kartoffeln waren. Hat er einen komplett vollen? Ich weiß nicht. Ich bin völlig fertig mit den Nerven, Leute. Das war komplett anders gedacht. Ich hatte so einen guten Lauf eigentlich, dass ich immer genau wusste, was, wo, wie, wann. Und jetzt ist alles durcheinander. Pommes sind leer. Pizza habe ich zwar noch, aber keine Pommes, glaube ich, mehr. Oder doch? Muss nur mal gucken gleich. Habe ich die irgendwo schon? Hatte ich hier nicht irgendwo noch einen Platz? Eigentlich würde ich das gerne hier reintun. Hier sonst den Reis rein. Reis. Ach, so, das ist aber auch ein Akt, wenn man das hier mal wieder irgendwo ummodeln will. So, dann sollen hier die Dinger hin. Dann ist nämlich das auch eher süß. Jetzt habe ich da oben natürlich die Pizza. Naja, gut. Aber dann kann ich hier diese Honey Loops da reintun. Ja, das passt auf jeden Fall besser dahin. Und die kann ich jetzt halt auch vollfüllen. Oh, meine Güte, da hatte ich ja noch was bestellt. Einfach nur schlimm heute. So, das kann auf jeden Fall erstmal weg. Oh, warum habe ich denn hier unten auch noch einen? Habe ich wohl rausgeholt, ne? So, Leute. Also ich verspreche, zur nächsten Folge habe ich das hier ein bisschen sortiert, dass das hier besser aufgefüllt ist. Und dann stellen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder jemanden ein. Jemanden neuen. Ach so, genau. Ihr wollt ja immer noch sehen. Ich mache auf jeden Fall einmal den Tag hier zu Ende. Das wird Katastrophe. Ich sag's euch. Voll gut eigentlich. Nicht gefundene Produkte. 2. Aber trotzdem zufriedene Kunden. 41. Profit ist natürlich richtig schlecht. 1022. Ja, weil ich sowohl erweitert habe, als auch Produktpalette erweitert und deswegen sehr viel neu bestellt. Aber wir starten immer noch mit einem guten Betrag von 2400 in den neuen Tag. Und dann muss ich schnell nochmal gucken, was ich hier... Schokoladenriegel, Chibli, Milch. Oh, sehr schön. 5,80 €. Welche Milch waren das? Die da? Nee. Die da. Ja, auch teurer. 2,80 €. Was mit dem? Boah, das hat einen Sprung gemacht. Machen wir 6,90 €. Cool. Okay, ich fülle das hier auf und dann holen wir uns beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder einen neuen. Mal gucken, ob der dann auch noch Kurt heißt oder ob ich so sauer bin, dass ich den umbenenne. Vielleicht hat Kurt auch einfach nur kurz mal einen Tag Urlaub gekriegt. Muss ich mir nochmal überlegen. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Däumchen da. Und falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne, was liegt denn da draußen? Unten kostenfrei abonnieren und das Glöckchen aktivieren. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Hähnchen. Ah, okay. Hä? Habe ich durch die Gegend gekickt. Naja, okay. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.